Hans Kusto. Einmal schon einen Applaus für Hans. Hans ist schon lange, lange unterwegs, ist über die Schweiz hier in Berlin gelandet, ist aber auch in jüngeren Jahren viel gereist. Und man kann ihn eigentlich ein Althippie nennen, aber er beschäftigt sich als freischaffender Wissenschaftler mit unheimlich vielen Sachen. Und ich bin gespannt auf das, was er uns jetzt zum Nutzen des Hanfes, zu dem Motto der Hanfparade 2015 sagen wird. Das Mikro für Hans. Es ist inzwischen gut ein halbes Jahrhundert her, da haben mir zwei Freunde gezeigt, wie man einen Saffi und einen Chilom wickelt, wie man das Chilom in der Hand hält, was es heißt, wenn man sagt, Bum Shankar, Bum Shiva. Und dann haben wir Chiloms geraucht und wenn wir über die Rauchware gesprochen haben, dann haben wir wie Weinkenner geredet. Der Weinkenner sagt, das ist ein Bordeaux, das ist ein Beaujolais, das ist ein Chianti, das ist ein Rheinhessen. Und wir haben gesagt, das ist ein Afghane, das ist Chitral oder Kaganwale oder das ist Charas aus Simla, Libanon oder Türke. Und so unterhielt man sich über die einzelnen Sorten. Und kein Mensch sprach. Kein Mensch sprach über irgendwelche Inhaltsstoffe. Dass man über THC, CBD, CBN, diese ganzen Substanzen spricht, das ist neu. Das kam erst mit dem Grasanbau. Da wurde auf einmal gezüchtet und das Gras wurde gezüchtet mit mehr THC, Tetrahydrocannabinol und weniger CBD, Cannabidiol. Und die Grassorten, die so in den 90er Jahren entwickelt wurden, die enthielten nicht wie klassisches Haschisch zwei Drittel THC, ein Drittel CBD, sondern sehr viel THC und sehr wenig CBD. Jetzt zeigt sich aber, CBD hat eine protektive Wirkung. Die Gefahr, wenn CBD und THC-Verhältnis übereinstimmen, dann ist die Gefahr viel kleiner, dass man irgendwie psychotische Zustände erlangt nach dem Rauchen. Und heute durch die Medizin weiß man sehr viel mehr als damals über die einzelnen Wirkungen der einzelnen Cannabinoide. Und inzwischen sind die Samenzüchter auch dazu übergegangen, sehr unterschiedliche Sorten zu züchten, für jeden Geschmack irgendwie eine andere Sorte. Und im Medizinalbereich für verschiedene Krankheiten gibt es unterschiedliche Sorten. Gras ist nicht gleich Gras. Und darum ist es völliger Unsinn, wenn irgendeine Politikerin, wie die Drogenbeauftragte oder selbst die Bundeskanzlerin sagt, Cannabis, das ist eine sehr, sehr gefährliche Droge. Nein. Es gibt Sorten, die vertragen bestimmte Menschen nicht. Aber das heißt nicht, dass es andere Sorten gibt, die sie sehr gut vertragen. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass die Politiker, die darüber entscheiden, sich mehr mit der Materie beschäftigen und sich mal sachkundig machen. Und da Drogenpolitik etwas Internationales ist und da der Drogengebrauch, wie die meisten Gebraucher wissen, etwas mit Bildung, mit Wissenschaft und mit Kultur zu tun hat. Deshalb sollte die internationale Drogenpolitik nicht mehr von der Suchtstoffkommission in Wien gemacht werden, sondern die UNO hat dafür
eine vernünftige Organisation. Die UNESCO. Ja, geht weiter. Vorhin hat ja hier der Jod gesprochen und von Elkhorn erzählt. Und das ist ein Tipp, das kann ich wirklich jedem geben. Mal auf die Seite von Elkhorn schauen. Das ist eine europäische Zusammenschließung von unterschiedlichsten Nichtregierungsorganisationen, die immer die großen Konferenzen in Wien oder in New York oder auch beim Europäischen Parlament in Straßburg oder Brüssel begleiten und sich da informieren und bei seinen Politikern Dampf machen, dass sie sich informieren, weil es ist ein Grundrecht eines jeden Menschen, sein Leben so zu genießen, wie er will. Und jede Beeinträchtigung darf nicht so weit gehen, dass man den Genuss anderer Leute beeinträchtigt. Aber solange man den Genuss anderer nicht beeinträchtigt, darf jeder für sich machen, was er will. So steht es in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Das haben die Leute während der Französischen Revolution für uns erkämpft. Und Artikel 5 heißt, der Gesetzgeber darf kein Gesetz erlassen, das diesem Artikel 4 widerspricht. Und dieses Grundrecht, dafür müssen wir kämpfen, auf allen Ebenen, immer wieder. Seine Lokalpolitiker, seine Bezirkspolitiker, seine Landespolitiker alle aufmerksam machen. Dieses Grundrecht ist ein Menschenrecht und es ist nicht einsehbar, dass Leute bestraft werden, wenn sie irgendetwas konsumieren, das ihnen gefällt und anderen nicht schadet. Und wenn es etwas gibt, das den Schaden mindert beim Gebrauch von Drogen, dann ist es, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man weiß, was man nimmt, eine Qualitätskontrolle und wenn man entsprechende Rituale hat. Drum, es geht um Bildung, man muss etwas lernen, Drogenmischkonsum muss gelernt sein. Dann hat man jetzt sein Vergnügen dran. Und es geht um Wissenschaft. Man muss wissen, wie die Drogen wirken. Und es geht um Kultur. Man muss auch wissen, in welcher Verfassung man ist und in welchem Setting man das macht. Und dafür sind eben Kulturinstitutionen wichtig für die Drogenpolitik. Denn die meisten Drogenkonsumenten, die ich kenne, die sind gesund. Und da müssen nicht die Gesundheitsbehörden kommen, sondern es geht um Kultur. Und für diese Kultur lohnt es sich zu kämpfen. Für eine echte, freie Rauschkultur. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an Hans Gutschow. Nochmal einen Applaus für ihn. Hans. Tun habt im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, das hat jetzt begonnen, wenn es nicht schon vorher begonnen hat. Hier beginnt jetzt gleich Mono und Nikita Man. Ja, ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Bühne frei und viel Spaß.